Jetzt brennt der Baum des Bundespräsidenten. Joachim Gauck hat die Weihnachtszeit eingeläutet. Nein, wir klettern nicht auf den Baum. Nein, 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 nein. So ein lustiger Bundespräsident, der bekommt natürlich auch ein Ständchen. Der Präsident erzählt den Grundschülern von seiner Weihnacht damals als Kind nach dem Zweiten Weltkrieg. Wir waren alle arm, wir haben gefroren, wir hatten nichts zu heizen, wir hatten nichts zu essen. Und die Leute haben dann versucht, irgendwie ein paar Kerzen zusammenzubringen, um Weihnachten zu feiern. Und wir haben uns trotzdem irgendwie auf dieses Weihnachten gefreut. Dann stürmen die Grundschüler das Schloss und erzählen im Anschluss, was sie als Politiker so in Koalitionsverträge schreiben würden. Wir sollten weniger Autos haben, wegen die Abgase, die Umweltverschmutzung. Dass man hier nicht mehr rauchen soll. Ich hätte Lust, dass die Bushaltestellen überall alles vergoldet werden soll. Die Zäune und so alles. Und die Lackierung soll immer Gold sein. Nur Gold. Golden leuchtet aber vorerst nur die Weihnachtszeit in Deutschland. Bei allem Spaß hat der Präsident aber auch eine Bitte, die Ärmsten nicht zu vergessen und vom eigenen Wohlstand auch mal was abzugeben.